Früher nutzten wir noch einfache Werkzeuge, um unseren alltäglichen Bedürfnissen nachzugehen. Wo wir damals noch durch Handarbeit gemeinsam Produkte herstellten, unterstützen uns heute Maschinen, Industrieroboter und Computer bei der Arbeit. Währenddessen entwickeln wir kollaborativ neue Ideen, um die Herstellung von Produkten effizienter zu gestalten und unsere Ressourcen bedachter und nachhaltiger zu nutzen. Wie sehen also unsere Technologien der Zukunft aus? Die Frage stellt sich die Firma YourRobot auch. Sie produziert den Staubsaugroboter YourRobot M480 für den Haushalt. Die Firma YourRobot zeichnet sich durch ihr individualisierbares Produkt aus. Dabei geht sie auf jegliche Kundenbedürfnisse ein. Das führte bei dem Unternehmen anfangs zu vielen Anfragen und hohen Umsätzen. Bald sogar so viele, dass sie mit der Massenproduktion nicht hinterherkamen und mit der Vielzahl an kreativen individuellen Kundenwünschen erst recht nicht. Doch sie wollten den Kopf nicht hängen lassen, sondern eine Lösung finden. Also planten sie eine Umstrukturierung. Die Prozesse für die Planung und Entwicklung sollen mehr ineinandergreifen, um die Abläufe zu verkürzen und einen früheren Produktionsstart zu erreichen. Also erweitern sie die reale Fabrik um digitale Technologien zur Planung und Entwicklung. Kurz, die digitale Fabrik. Seitdem wird der YourRobot M480 schneller und günstiger hergestellt. Was wird alles benötigt, um den YourRobot M480 so effizient herzustellen? Zuerst einmal Jochen, der Produktionsplaner, und eine hochmoderne 3D-Modellierungs- und Simulationssoftware. Durch frühzeitige Planung am digitalen Modell besteht weniger Bedarf an realen Prototypen. Alle Fertigungsmethoden werden kontinuierlich virtuell getestet. Auf diese Weise können frühzeitig Fehler entdeckt und behoben werden. Währenddessen übernimmt Nick die Fabrikplanung in Zusammenarbeit mit externen Firmen, die Teile der Fabrik zuliefern. Sie wird virtuell bis ins letzte Detail geplant, simuliert und auf Fehler untersucht. So kann verhindert werden, dass bei der realen Inbetriebnahme böse Überraschungen auf sie warten. Andrea bereitet die Fachkräfte auf die neue Fabrik vor. Mittels VR-Technologie bekommen sie einen lebensechten Eindruck von den Arbeitsschritten und können dem Planungsteam Feedback geben. So kann die Fabrik vor der Inbetriebnahme optimiert werden. Die Fachkräfte können ohne großes Durcheinander direkt loslegen und vor allem ohne Rückenschmerzen. Personal, Fabrik, Maschinen und ihre Entwicklungsmodelle sind bereit zum Einsatz. Früher hatte die Firma YourRobot das Problem, dass sie den Kundenwünschen nicht gerecht werden konnte. Das hat sie jetzt nicht mehr. Die Modelle können nach Belieben virtuell angepasst und optimiert werden. Die Arbeit am Modell ermöglicht mehr Nachvollziehbarkeit für alle Beteiligten und spart obendrein Kosten und Zeit. Die digitale Fabrik soll auch bis in die Nutzungsphase und die Reparatur der Produkte noch Vorteile liefern. Wie bei dem YourRobot M480 eines Kunden. Er ist beschädigt und wird an die Firma zurückgeschickt, damit er repariert werden kann. Die Firma möchte bei solchen speziellen Reparaturen einen hohen Aufwand vermeiden. Deshalb wird das Produkt erst gescannt und über die Momentaufnahme mit seinem digitalen Zwilling, seinem virtuellen Abbild, verknüpft. In ihm werden große Datenmengen kompakt zusammengeführt und dargestellt. Der Schaden am realen Produkt wird Jochen direkt angezeigt. Er probiert am digitalen Zwilling Lösungen aus. Wenn er damit zufrieden ist, werden die Anpassungen auf den Saugroboter übertragen. In diesem Fall kann das Ersatzteil im 3D-Drucker nachproduziert und ausgetauscht werden. Der Roboter ist wieder einsatzbereit und die Änderungen sind für die zukünftigen Reparaturen digital gespeichert und abrufbar. Durch den Einsatz der digitalen Fabrik entstehen für die Firma YourRobot ganz neue Möglichkeiten für zukunftsfähige Geschäftsmodelle. Diese Möglichkeit nutzt das Team aus und bringt der Firma einen großen Erfolg. Unsere Bedürfnisse entwickeln sich immer weiter und bringen ständig neue Herausforderungen mit sich. Es liegt auch an uns, unsere Möglichkeiten intelligent zu nutzen und gewinnbringend für unsere Gesellschaft und Umwelt einzusetzen. Welche Potenziale sehen Sie in der Digitalisierung?